Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Studio von Hyperraum TV. Wir sind immer noch im Schwerpunktthema der schwarzen Löcher, aber heute geht es ums Eingemachte, um den sogenannten Ereignishorizont. Science-Fiction-Autoren hat dieser Ort schon zu zahlreichen spannenden Geschichten inspiriert. Was an diesem Ort wirklich vorgeht, werden wir nie beobachten können. Das hindert Theoretiker aber nicht, sich diesem Ort weiter zu nähern. Die Geschichte der unsichtbaren schwarzen Löcher begann damit, dass der Atomphysiker Karl Schwarzschild schon 1916 konkret berechnete, wo es in der damals neu vorgestellten Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie zu sogenannten Singularitäten kommt. Bizarre Orte, deren Grenze zur beobachtbaren Welt von der Wissenschaft heute als Schwarzschildradius oder auch Ereignishorizont bezeichnet wird. Nach Einsteins Lehre bewegen sich die Teilchen dort mit Lichtgeschwindigkeit. Für den außenstehenden Betrachter, also für uns Menschen, scheint die Zeit stehen zu bleiben und der Raum unendlich zu werden. Für Einstein war klar, dass seine Theorie an jenen exotischen Orten schlicht versagt. Lösen konnte Einstein das Dilemma jedoch nicht, das daher rührt, dass die Gravitation auf atomare Prozesse trifft. Ist das schwarze Loch also unergründbar oder gibt es doch Möglichkeiten, ihm näher zu rücken? Das ist das Thema meines jetzt folgenden Gesprächs mit Thomas Boller. Herr Boller, dass die Gravitationstheorie ungelöste physikalische Probleme aufwirft, ist ja nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Das Problem jedoch zu lösen, ist aber offenbar eine Jahrhundertaufgabe. Können Sie uns noch mal kurz erklären, wo das Problem liegt, also was Singularität im Zusammenhang mit schwarzen Löchern bedeutet? Es gibt zwei Singularitäten bei Einstein. Das eine ist die Geschwindigkeit v gleich c am Ereignishorizont. Wenn Sie ein Teilchen einfallen lassen nach Einstein, dann erreicht es am Ereignishorizont Lichtgeschwindigkeit. Und das geht nach Einstein nicht, weil Sie müssen dann unendlich viel Energie aufbringen, um das Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, was nicht geht. Die zweite ist, dass Sie im Zentrum des schwarzen Loches eine unendlich hohe Masse auf einem Radius r gleich 0 konzentriert haben. Und das ist auch eine Singularität nach Einstein. Das sind die beiden Singularitäten nach der Einsteinschen Theorie, die so überwunden werden müssen, um die Einsteinsche Theorie zu verallgemeinern. Und was heißt jetzt das für den Physiker, dass die Singularitäten aufgelöst werden müssen? Singularität auflösen heißt, den Ereignishorizont, die Geschwindigkeit nicht mehr auf unendlich steigen zu lassen beim Einfall von Materie in das schwarze Loch, weil wir wissen, dass Materie ins schwarze Loch einfällt. Sie muss einfallen, sie verschwindet. Also muss da irgendwas nicht auf v gleich c gehen. Es muss anders gehen. Es geht also darum, dass Einsteins große Formel E gleich mc Quadrat bei extrem hohen Massen bzw. Geschwindigkeiten, die nahe an die Lichtgeschwindigkeit heranreichen, nicht mehr absolut gilt und offenbar ergänzt werden muss. Jetzt gibt es neben der Gravitationstheorie eine ganz andere physikalische Welt, die der Quantenphysik, die in Spins gemessen wird. Beide Theorien haben sich schon vielfach bewährt und sind wissenschaftlich auch nachgewiesen. Dennoch bekommen die Physiker beide Theorien an der Schnittstelle des Ereignishorizontes nicht übereinander. Was fehlt da in der Relativitätstheorie? Das Wichtigste, was Sie auch gesagt haben, ist die Vereinheitlichung, was fehlt von Gravitationstheorie und Quantenphysik. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, um die Singularitäten mathematisch zu überwinden. Können Sie uns eine Vorstellung dazu geben, wo für den theoretischen Physiker das Hauptproblem bei der Fusion beider Welten heute liegt? Wenn Sie in die normale Welt der Gravitation gehen, in der wir leben, je größer Sie die Masse eines Objektes machen, umso größer wird auch sein Radius. Wenn Sie in die Quantentheorie gehen, je kleiner die Teilchen sind, umso mehr Masse haben Sie. Und das ist so eine Unstetigkeit, wenn Sie eine Masse-Radius-Relation auftragen. Das klingt ja nun tatsächlich nach einem ziemlich großen Widerspruch. Physiker arbeiten seit Jahrzehnten daran. Die ersten konkreten theoretischen Ansätze reichen sogar bis in die 70er Jahre zurück. Ist das richtig? Der erste war Stephen Hawking. Und der hat gesagt, okay, gehen wir mal in die Nähe von
vom Ereignishorizont. Da muss es nach der Quantenphysik da Quantenfluktuation geben. Wenn Sie in die Quantenphysik gehen, wenn Teilchen mit negativer Masse ins schwarze Loch fallen, dann verliert das schwarze Loch an Masse. Die Masse wird kleiner und die Teilchen mit positiver Energie gehen nach außen. Und das ist die sogenannte Hawking-Strahlung, die er postuliert hat. Und er hat gesagt, je mehr, wenn Sie Quantenfluktuationen in der Nähe vom Ereignishorizont haben, dann müssen diese schwarzen Löcher im Laufe der Zeit ihre Masse immer weiter verlieren. Und das ist abhängig von der Masse. Bei diesen supermassiven schwarzen Löchern mit 10 hoch 6 Sonnenmassen dauert dieses Verdampfen von schwarzen Löchern relativ lang, nämlich 10 hoch 60 oder 10 hoch 80 Jahre. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so lang, dass wir es nicht beobachten können, gar nicht mit unserer Lebenszeit, prinzipiell nicht. Aber je kleiner diese schwarzen Löcher werden, wenn sie zum Beispiel am CERN mini-schwarze Löcher erzeugen, dann ist diese Verdampfungsrate so schnell, dass diese mini-schwarzen Löcher nicht die Chance haben zu akkretieren. Und diese Quantenfluktuationen führen auch zu dem Phänomen, dass sie vor und hinter den Ereignishorizont wechseln können. Das ist in der Einsteinschen Gravitationstheorie grundsätzlich gar nicht möglich. Da ist der Schwarzschildradius eine harte Grenze, an der Materie aus unserem Universum verschwindet und nicht mehr zurückkehren kann. Doch Hawking lehrt uns, dass ein Quant sehr wohl die Fronten wechseln kann. Ja, das ist die andere Interpretation der Hawking-Strahlung, dass man sagt, okay, es gibt Teilchen, die müssen jetzt irgendeine Barriere überwinden, aber sie haben eigentlich nicht genügend Energie, um das zu schaffen. Und in der Quantenphysik geht das eben. Sie können Teilchen haben, ein Elektron mit einer bestimmten kinetischen Energie, was vor einem Potentialberg steht, der riesig ist. Und nach der klassischen Physik dürfte es eigentlich nicht auf die andere Seite des Potentialwalls kommen. In der Quantenmechanik geht das aber. Sie können ein Elektron haben und das tunnelt sozusagen durch diese Barriere von hohem Potential und taucht auf der anderen Seite auf. Das geht in der Quantenmechanik, in der Quantenphysik geht das. Und so ähnlich, dieser Tunneleffekt ist auch das, was man sich bei schwarzen Löchern vorstellen kann, dass Materie, die innerhalb des Schwarzschildhauses ist, nicht nach der klassischen Physik beschrieben wird, sondern wenn sie nach der Quantenphysik beschrieben werden kann, dass diese Teilchen eben durch diesen Ereignishorizont nach außen tunneln können und dann sichtbar werden und dann abstrahlen. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Wenn man die Quantenprozesse in die Gravitationstheorie einmal integrieren kann, dann werden sich die Singularitäten auflösen, oder? Exakt. Man nennt es Quantifizierung des Ereignishorizontes. Ist dann keine, nach Schwarzschild, nicht mehr R gleich proportional, linear proportional zur Masse, sondern Sie haben Quantenfluktuationen am Ereignishorizont. Sie quantifizieren, Sie tun das, was die Quantenmechanik überall macht im Mikrokosmos. Sie gehen einfach nur an den Ereignishorizont und dann müssen Sie diese gleichen Effekte haben, die in der Quantenphysik sehr gut studiert sind. Und das hat auch Hawkins 74, glaube ich, oder 75 so zum ersten Mal postuliert. Und das ist der erste Schritt hin zur Richtung Vereinheitlichung von Gravitationstheorie und Quantenphysik. Jetzt müssen wir an dieser Stelle noch einmal kurz über die Theorie von Walter Greiner und Peter Hess sprechen. Die gehört auch in dieses Thema der Anpassung der Vorgänge am Schwarzschildradius. Auslöser sind Erkenntnisse aus der Kernphysik, die die beiden Schwerionenforscher auf die Gravitationstheorie angewandt haben, in jenem Fall, in dem Atome ja auch extrem dicht gepackt sind, nämlich am Ereignishorizont. Ich hatte Gelegenheit, mit Walter Greiner vor wenigen Jahren noch ausführlich zu sprechen. Er hat mir in diesem Interview mit großem Enthusiasmus über seine theoretischen Überlegungen berichtet. Dass das Schöne an diesem Konzept ist, dass es ausschließlich im Nahbereich von schwarzen Löchern wirkt, sonst aber alles beim Alten bleibt. Können Sie uns etwas genauer erklären, was die beiden da mit der Gravitationstheorie tatsächlich gemacht haben? In diesen Einsteinschen Gleichungen gibt es einen sogenannten Energie-Momentum-Tensor. Und dieser Energie-Momentum-Tensor ist in der Theorie von Hess und Greiner erweitert worden mit einer sogenannten
Abstoßungskraft, die da mathematisch hinzugefügt wurde. Und diese Abstoßung verhindert, dass die Materie im Zentrum auf R gleich 0 mit unendlich hoher Dichte zusammenfallen kann. Das ist ähnlich wie das, was man in der Kernphysik hat, beim sogenannten Yukawa-Potential. Sie können also diese Atomkerne, die Teilchen in den Atomkern nicht beliebig dicht packen, weil je dichter sie diese Teilchen packen, umso stärker wird die Abstoßung. Das ist Yukawa-Potential. Das geht auf 0, je näher sie an R gleich 0 kommen, aber es geht dann wieder hoch. Und das ist Abstoßung. Das nennt man im Englischen Repulsion. Und das haben Hess und Greiner eingeführt für massive schwarze Löcher. Und da ist dieser Abstoßungseffekt so, dass sie zum Beispiel, wenn sie Materie einfallen lassen, dass die nicht mehr auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden muss. Die hat einen relativ moderaten Wert und nimmt dann sogar wieder ab. Also die Singularitäten dieser Theorie sind weg. Der Nachteil ist, dass diese Signaturen, die Sie dann sehen als Photonenemissionen, relativ weit innen am Ereignishorizont stattfinden. Bei Greiner bei ungefähr 1,7 Schwarzschildradien, da müssten Sie sehen einen hellen Ring und nochmal einen schwarzen Ring. Das kann man mit EHT nicht auflösen, ebenso wenig wie das, was Einstein vorhergesagt hat. Das ist das sogenannte Photonring. Das ist der kombinierte Effekt von Light Bending. Wenn Sie Materie ums schwarze Loch herumkreisen lassen, dann gibt es einen Linseneffekt. Sorry, dazu eine kurze Zwischenfrage. Dieser Photonenring, ist der eigentlich von der Gravitationstheorie gänzlich abgedeckt? Das ist immanent in der Einsteinschen Theorie. Dieser Photonring bei 1,5 Schwarzschildradien, der taucht auf. Der ist außerhalb des Schwarzschildradiuses. Und das ist ein Effekt, den man auch mit der klassischen Einstein-Theorie sehen muss. So, nochmal kurz zur Umformung von Greiner und Hess. Lässt sich da mit einfachen Worten erklären, was sich da bei der Beobachtung tatsächlich ändert? Wirklich nah am schwarzen Loch, da haben Sie andere Lichtsignaturen. Da haben Sie andere Geschwindigkeiten von Teilchen, die in das schwarze Loch kreisen. Singularitäten sind weg, alles andere bleibt gleich. Also die Masse des schwarzen Loches bleibt gleich. Alle klassischen Tests werden nicht beeinflusst durch diese Theorie im Fernfeld. Es ist wirklich nur, was sich wirklich im Nahfeld abspielt und wo sich das ändert und wo die Singularitäten weg sind. Was gut ist, aber leider im Moment nicht zu testen ist. Und wenn wir das jetzt beobachten wollen, wie nah müssten wir da tatsächlich an den Ereignishorizont herankommen? Ja, man muss schon eine Auflösung haben, die ein bis zwei Schwarzschildradien ist, weil dort zwischen eins und zwei Schwarzschildradien haben Sie plötzlich Lichtsignaturen, Photonemissionen oder auch Nullemissionen. Bei Greiner vor allen Dingen, was interessant gewesen wäre, da einen schwarzen Ring zu sehen, in der akkretierenden Materie, dieser schwarze Ring ist von Greiner postuliert worden. Wenn wir jetzt schon auf der experimentellen Seite sind, gibt es denn eine Perspektive, dass wir in nächster Zeit näher an den Ereignishorizont rankommen können? Das erste Foto eines schwarzen Lochs, das mit dem Radioteleskopverbund Event Horizon gemacht wurde, hatte bekanntlich eine Auflösung von 20 Mikrobogensekunden. Da ist also noch ziemlich viel Luft nach oben, wenn man das mal so sagen darf. Was können wir Ihrer Meinung nach in der nächsten Zukunft erwarten? Also wenn Sie jetzt vom EHT nur sprechen, von diesen 20 Mikrobogensekunden Auflösung, wenn Sie auf eine Auflösung von einer Mikrobogensekunde kommen wollen, müssen Sie die Basislänge, die jetzt eben bei 10.000 Kilometern auf der Erde ist, einen Faktor 20 verlängern. Sind Sie bei 200.000 Kilometern, etwas kürzer als die Entfernung Erde-Mond. Wenn Sie aber diese Feinstrukturen, die von Einstein oder von anderen Theorien wirklich im Nahfeld messen wollen, dann müssen Sie auf 0,1 Mikrobogensekunden zum Beispiel heruntergehen und dann ist die Auflösung eben 200 mal 10.000 Kilometer und dann sind Sie in der Größenordnung von Millionen Kilometern. Das heißt, Sie müssen dann wirklich in den Orbit gehen, zum Beispiel in den L2-Orbit. Gibt es denn für so ein satellitengestütztes Interferenzradioteleskop schon eine Planung? Wenn man sich das
wissenschaftliche Programm, zumindest der ESA, anschaut, dann ist zumindest bis 2050 so etwas im Moment nicht in der Planung. Es wird aus meiner Sicht irgendwann kommen, aber es wird wohl mindestens 50 Jahre dauern, bevor wir eine, sagen wir mal, ein EHT 2.0 bekommen. Also da gibt es beim Weltrauminterferenzteleskop wenig Hoffnung für die nächsten Jahre, wenn ich Sie richtig verstehe. Gibt es vielleicht auch noch andere Konzepte der Beobachter, um dem Ereignishorizont näher zu kommen? Es gibt natürlich eine tolle Möglichkeit, die man vermutlich verfolgen wird. Und das ist die Kombination des Event Horizon Teleskops mit dem Gravity-Experiment, was bei uns am Institut betrieben wird. Mit Gravity können Sie die Bewegung von Sternen um das galaktische Zentrum sehr genau bestimmen. Und deswegen denke ich, dass dieser Zusammenschluss von Gravity plus EHT in Zukunft weitere, bessere Erkenntnisse über die unmittelbare Umgebung von schwarzen Löchern bringen wird. Gibt es neben den Teleskopen noch eine zweite Möglichkeit der Beobachtung der Vorgänge am Ereignishorizont? Die zweite Möglichkeit ist natürlich das, was seit 2015 zum ersten Mal gesehen wurde, nämlich die Emission von Gravitationswellen. Gravitationswellen entstehen, wenn zwei massereiche Objekte sich umkreisen. Immer wenn die sich umkreisen, wird die Raumzeit leicht gestört. Das hat Einstein vorhergesagt. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie, das Signal ist sehr schwach. LIGO ist so ein Gravitationswellendetektor, da hat man eine Armlänge von etwa 4 Kilometer. Und diese 4 Kilometer, die werden, wenn Gravitationswellen da durchlaufen, gestreckt auf, glaube ich, auf 10 hoch minus 18 Zentimeter. Das klingt ja richtig spannend. Nochmal etwas nachgefragt, ob ich das alles auch korrekt verstanden habe. Erstens, in der Gravitationstheorie kommen Abstoßungskräfte bisher gar nicht vor. Gleichzeitig kann sich selbst der Laie vorstellen, dass bei so dicht gepackten Massen auch Abstoßungskräfte eine Rolle spielen könnten. Zweitens, genau dieses Thema wird von der Umformung von Greiner und Hess schon berücksichtigt, die allerdings in der Wissenschaftswelt bisher wenig zur Kenntnis genommen wird. Und drittens, über die Gravitationswellenforschung haben wir nun ein weiteres Instrument, mehr über die Abstoßungskräfte direkt am Ereignishorizont zu erfahren, da diese Gravitationswellen bei schwarzen Löchern gerade Effekte im subatomaren Bereich erfassen können. Können Sie uns da noch etwas mehr darüber sagen, welche Daten der Gravitationswellenforscher für den Astrophysiker besonders interessant sind? Wenn Sie so zwei starre Schwarzschildradien Ereignishorizonte zusammenstoßen lassen, dann gibt es Vorhersagen, dass diese Schwarzschildradien nicht starr sein können, sondern dass die schon quantifiziert sein müssen, weil dieser Anstieg der Amplitude in den Gravitationswellensignalen und dann das sogenannte Ringdown nach dem Verschmelzen. Ich glaube, aus diesen Beobachtungen der Sinusamplitude, die beim Verschmelzen dann langsam abklingt, dass man aus der Analyse dieser Amplituden lernen kann, wie der Ereignishorizont wirklich beschaffen ist, ob er zu quantifizieren ist. Und was können solche Erkenntnisse dann für die Theorie bringen? Wenn Sie zu alternativen Theorien gehen, wie zum Beispiel zu Theorien, wo Sie im Inneren eine Abstoßungseffekte haben, dann gehen die nicht mit einer Abstoßungsradiusbeziehung, mit einem Anstieg der im Potenzgesetz nicht 3 ist, sondern da muss mindestens 4 sein oder 5 oder 6 oder 7. Also viel steiler als das, was man eigentlich standardmäßig annehmen würde als Abstoßung. Und das haben diese Gravitationswellendetektoren und Ereignisse uns gezeigt. Also wenn es diese Abstoßungseffekte gibt, dann sind sie steiler als das, womit zum Beispiel der Greiner zunächst gearbeitet hat, 2009 in seiner Theorie. Da hat man N gleich 3 angenommen, 2017 hat man gesehen, es muss mindestens 4 sein, wenn nicht 5 oder 6. Also diese Gravitationswellendetektoren,
geben schon erste Erkenntnisse darüber, wie man alternative Theorien modifizieren muss. Sie schränken den Parameterraum relativ gut ein und neu ein. Und das ist gut für die Entwicklung von alternativen Theorien. Das war's für heute aus dem Studio von Hyperraum TV. Bis bald.